Verehrte Zuhörer, eigentlich können Sie etwas, von dem Sie nicht wissen, dass Sie es auch können. Und dass Sie damit hervorragende Honorare erzielen, das wissen Sie auch noch nicht. Doch Sie erfahren es in wenigen Minuten. Ich bin Meinrad Müller, schon 63, seit 42 Jahren selbstständig und jetzt ein wenig im Unruhestand. Lassen Sie mich eine kleine Geschichte erzählen. Meine persönliche Geschichte in Kurzform. Und ich kenne Ihre Hauptfrage: Wie komme ich zu Honorar? Das ist die wichtigste Frage, die sich alle stellen. Und die Auflösung kommt in Kürze. Stellen Sie sich vor, Sie machten mit Ihrem stabilen Motorrad eine Reise um die Welt. Viele tun das und sparen lange dafür. Sie sehen die schönsten Landschaften, die Berge, die Täler, überqueren Flüsse und Grenzen. Sie fahren am herrlichen Palmenstrand und genießen die Zeit. Das gerade war eben nur ein schönes Beispiel. Und diesen wichtigen Reisebegleiter haben Sie stets dabei, genau wie ich. Auch ich habe alles fotografiert. Und nach dem Urlaub werden Sie Ihren Freunden erzählen, wie toll die Erlebnisse waren. Das tue ich auch. Sie zeigen die Bilder und beweisen so Ihre Geschichten. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. So sagt ein Sprichwort. Er kann es, ohne es je gelernt zu haben. Sie dachten vielleicht nie daran, doch jeder kann einen Dia-Vortrag halten. Und weil die Reise so spannend war, dürfen Sie einen Lichtbildervortrag halten. Und Sie erhalten dafür auch noch ein fürstliches Honorar. Wem würde das nicht Spaß machen? Wenn Sie aber einen anderen Dia-Vortrag dreimal gehört haben, dann könnten Sie ihn auch selbst halten. Reiseleiter, die machen es so. Die Veranstalter lieben Enthüllungen und Erlebnisse und zahlen dafür. Die Giraffe neben dem Motorrad, das ist ein Erlebnis. Eben nur ein Beispiel. Hier sehen Sie den berühmten Norman Bücher. Er macht auch Vorträge. Und diese Abenteurer erhalten für ihre Vorträge zwischen 4.000 und 7.000 Euro für 60 bis 90 Minuten. Da muss eine Oma lange dafür stricken. Und wie kommt zum Beispiel ein Abenteurer zu seinen Vortragsbuchungen? In Deutschland verdienen ca. 80 Redner-Vermittlungsagenturen gutes Geld. Diese vermitteln Referenten an Firmen und kassieren zwischen 20% und 35% Provision. Jetzt sind Sie vielleicht kein Abenteurer. Sie waren nicht im Amazonas und haben mit keinen Krokodilen gekämpft. Und Sie haben auch keine eigene spannende Geschichte. Was tun? Sie brauchen 100 Dias, um diese zeigen zu können. Sie haben aber keine. Die Nachrichtenvorleser waren ja auch nicht vor Ort. Doch sie berichten von Enthüllungen. Deswegen kleben Millionen vor den Fernsehgeräten. Zusammengefasst, auch wenn Sie noch nie in den Alpen waren, Sie können mit Hilfe von Dias eine Geschichte erzählen und damit gutes Honorar verdienen. Aber Sie wollen ja kein Reiseleiter werden. Es gibt etwas Besseres. Erinnern Sie sich noch früher, 1980, haben wir den Kindern Dias oder 8mm Filme gezeigt und die Münder standen offen. Beim nachfolgenden Dia-Vortrag stehen die Münder von Erwachsenen offen. Lassen Sie sich überraschen. Meine Reise dauerte 30 Jahre, eine Reise in die Geschäftswelt. Und meine Erlebnisse habe ich auch fotografiert. Die vielen Zeitungsartikel über mich wurden eingescannt. Und davon handelt meine Geschichte. Ich war sehr erstaunt, als ich im Hilton München meine Dias zeigen sollte. 1200 Zuhörer, Kundengewinnung mit PR, ein Riesenapplaus und einen noch dickeren Scheck. Ich war völlig überrascht.
Es war kein Vortrag über meine Heimat, sondern über das, was ich dort angestellt hatte. Für diese Fallbeispiele interessierten sich 1200 Zuhörer. Es folgt eine Referenz des EKS-Verbandes. Er schreibt: Auch im Namen der Mitglieder der Regionalgruppe München möchte ich mich ganz herzlich für den gelungenen Abend bedanken. Die Rückmeldungen am Abend und die heutigen bestätigen, dass die Teilnehmer sich wertvolle Informationen, Tipps und Anregungen für die eigene PR-Arbeit erhalten haben. Siegfried Hoffmann, Leiter des Strategieforums e.V. Regionalgruppe München. Leider ist Herr Hoffmann schon verstorben. Wenn Sie nun meine 100 Vortragsfolien hätten, dann könnten auch Sie mit Leichtigkeit den DIA-Vortrag halten. Aber wie kommen Sie nun zu meinen Folien und zu einem Tag Training, um meine Lichtbilder selbst vorzuführen? Lesen Sie weiter. Übrigens, einen Anzug mit Krawatte oder ein Kostüm, das sollten Sie schon haben. Meine Datenschutzfirma Start 1986. Hier sehen Sie einen Zeitungsartikel von der Süddeutschen, ne, vom Münchner Merkur. Der erste mobile Aktenvernichter frisst alle Daten. Und wie ich zu diesem Artikel gekommen bin, das erzähle ich als Begleitung zu diesem Zeitungsartikel auf meinen Lichtbildervorträgen. Wie alle Existenzgründer wollte ich nur wenig Geld für Werbung ausgeben, aber Kunden finden, das wollte ich. Das wollen auch heute alle Betriebe. Und ich perfektionierte eine kostenlose Lösung, um Kunden zu finden. Sie kennen das Sprichwort: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich sage: Reden ist Silber, Beweisen ist Gold. Weil meine Guerilla-PR so gut funktionierte, wuchs meine Firma ständig bis auf 40 Mann. Man vertraute uns, weil man von uns in der Zeitung gelesen hatte, in hunderten Zeitungen. Die Menschen sagen doch: Ich habe es in der Zeitung gelesen. Damit meinen sie einen Bericht und nicht etwa ein Inserat. Was waren denn meine Enthüllungen, weswegen mich viele Firmen immer wieder einladen? Aus purer Not heraus hatte ich ein System entwickelt, das meinen Betrieb und andere Betriebe bis heute mehr und mehr nützt. Und was war das? Neukundengewinnung mittels Guerilla-PR. Nun, was kann das denn sein? Guerilla-PR ist die billigste, aber intelligenteste Methode, dafür zu sorgen, um als Betrieb sehr oft in der Zeitung zu stehen. Die Betonung liegt auf sehr oft, nicht auf einmal. Sie kennen die Geschichte von Hase und Igel. Der Kleinere kann mit Guerilla-Taktik gegen Größere gewinnen. Milliardenumsätze eines Konzerns sind keine Garantie, dass er damit PR erhält. Auf die Guerilla-Taktik kommt es an. Wenn ein Kleinbetrieb mit 40 Angestellten ständig in der Zeitung steht, ständig in der Zeitung steht, dann muss wohl ein System dahinter stecken. Das dachten wohl auch meine ersten Vortragskunden. Ich musste mich nicht einmal groß auf die Vorträge vorbereiten. Ich hatte meine Overhead-Folien und erzählte zu jeder Seite eine erlebte Story. Hier sehen Sie ein Foto: Der Journalist kam extra aus München, 40 Kilometer nach Westen gefahren, um mich am Ammersee zu fotografieren. Dieses Foto und dieser Artikel erschien dann in 30 Zeitungen in Bayern. Gratis PR im Werte von 4.000 Euro, das lässt sich gar nicht so leicht beziffern, weil ja jede Zeitung andere Anzeigenpreise hat. Aber ein Artikel ist tausendmal besser, glaubhafter als jedes Inserat. PR, speziell jene mit Guerilla-Taktik, ist etwas ganz Besonderes. Die Einmaligkeit der Guerilla-Aktionen erstaunt zunächst die Redaktion und dann die Zeitungsleser und heute auch die sozialen Medien. David gegen Goliath, das kommt immer gut an. Wie kann nun jeder Betrieb regelmäßig gratis in die Zeitung kommen? Das Wort liegt auf gratis, keine Inserate, jeder kann Inserate aufgeben. Hier sehen Sie einen schönen Artikel in der Münchner TZ. Gleichartige Artikel sind in vielen Zeitungen erschienen. Wenn man das umrechnen würde in Anzeigenpreise, man könnte es gar nicht bezahlen.
Ich hatte anfangs überhaupt nicht vor, meine Tricks jemandem zu erzählen. Aber dann freuten mich die gut bezahlten Einladungen. Hier sehen Sie, da hat jemand zufällig ein Foto gemacht in diesem Jahr. Je ausgefallener die PR-Idee war, desto mehr sprang die Presse an. Hier die Rheinische Post, meine Geschichte über Helmut Kohl. Jede Guerilla-PR wird durch die Kopie eines Zeitungsausschnitts auf Folie bewiesen. Ich liefere die Beweise, also keine graue Theorie. 87 Zeitungen allein über meine Kohl-PR-Geschichte und sandten die Leser auf unsere Webseite. Jede Zeitung hat geschrieben diesen Artikel und wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie auf www. Das ist unbezahlbare, kostenlose Werbung. Und das zu beherrschen, auf diesem Klavier zu spielen, das dient jedem Betrieb und Sie können dieses Wissen weitergeben. Nun kommt wieder eine kleine Referenz. Ich bin mal für 20 Sekunden still und Sie können das alleine lesen. In einer Stunde kann jeder mit über 100 humorvollen Folien beweisen, wie jeder Betrieb kostenlose Werbung immer wieder bekommen kann. Die Folien sind in 30 Jahren Arbeit entstanden und sie beweisen, dass es funktioniert, wenn man so vorgeht, wie ich es gemacht habe. Was würde mancher Betrieb dafür ausgeben, wenn er wüsste, wie er regelmäßig in die Presse kommt? Aber man weiß es einfach nicht. Die 100 Folien zeigen eben diese Lösungswege. Und weil alle 30 Sekunden eine neue Folie erscheint, schauen alle ständig nur auf die Leinwand. Spannende Unterhaltung wie im Kino. Die Zuhörer sind nicht auf die Person des Vortragenden fixiert, alle schauen nur auf die Leinwand. Hier sehen Sie einen Artikel im Handelsblatt, unbezahlbar, wenn Sie als Firma bekannt werden wollen, weil Zeitungen selten mehrfach über eine Firma lobend schreiben, erfand ich die PR-Methode der Nebenkriegsschauplätze. Das ist eine ungefähre Übersetzung von Guerilla-PR. Meine über 100 Folien sind ein Feuerwerk der guten Laune und wer lacht, der versteht das Kundenfindesystem augenblicklich. Warum kommt ein Journalist aus München bis an den Ammersee gefahren, um Schweinchen zu fotografieren, die sich zufällig auf Aktenkonfetti suhlen? Das ist ja ein tolles Geschäft, von dem ich zuvor überhaupt nichts wusste. Ich sandte weitere Briefe an die Veranstalter, an EKS, an Schmidt-Kollegen und 100 andere. Und Einladung um Einladung folgten. Berühmtheiten sprachen vor oder nach mir, doch meine Bilder erzeugten Lachen und Applaus. Ich bin kein Superredner, das merken Sie ja, sondern meine 100 Beispiele, die überzeugten. Wenn ich neben dem bekannten Peter Hane auch meine Folien zeigen sollte, dann lag das nicht an meinem Hund, sondern an meinen Folien, die voller Gags sind. 450 Unternehmer klatschten sich auf die Schenkel. 1995 fragte ich mich, soll ich neben meiner Firma noch eine Vortragsfirma aufbauen? Das war aber einfacher als gedacht. Gratis-Vorträge vor kleinen Unternehmerarbeitskreisen erzeugten Empfehlungen zu fürstlich bezahlten Abenden bei größeren Veranstaltungen. Ich sandte viele Werbebriefe an regionale Unternehmerclubs und die freuten sich, weil sie wieder ein Thema hatten für einen Clubabend. Ein Lehrer zum Beispiel hat die alten Römer ja auch nicht persönlich erlebt. Er hat Vorlagen und nutzt sie. Und wenn Sie meine Folien hätten, dann könnten Sie es genauso. Hätte ich meine Werbebriefe nicht versandt, wäre dieser Prestigeauftrag nie entstanden.
80 Vorstände bayerischer Sparkassen tagten in Tegernsee, im schönsten Hotel in Tegernsee. Und meine Folien zündeten. Und wenn sie meine Folien zeigten, dann hätten sie zu 95% die gleiche Wirkung. Es kommt gar nicht darauf an, ob sie ein guter Redner sind. Gekünstelte Rhetorik ist schädlich. Sie brauchen keine Texte vorlesen, keine auswendig herunterleiern, weil jede Folie an sich schon den roten Faden darstellt. Reden Sie, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist. Keine Witze. Die PR-Geschichten sind schon mehr als witzig und bringen die Zuhörer zum Lachen. Meine 30 Jahre Vorarbeit haben ein System geschaffen, das auch Ihnen Geld einbringen kann, allein durch meine Folien. Für eine Vertriebsveranstaltung sollte ich weitere Referenten suchen. Und ich rief Hermann Scheer an, ehemaliges SPD-Bundesvorstandsmitglied. Und Dirk Müller, den kennen Sie auch alle. Beide kamen und sprachen je eine Stunde. Pro Minute erhielt jeder 133,33 Euro. Sie können das Video anhalten und kurz mal Ihren Taschenrechner holen. Nun wieder eine Referenz. Ich bin wieder 20 Sekunden ruhig. Sie können das alleine lesen. Wie viel verdienen Sie mit einer einstündigen PowerPoint-Präsentation? Meist sind Sie nicht der einzige Referent. Fragen Sie, wer neben Ihnen noch auf der Vortragsliste steht. Und wenn die Kollegen im Schnitt 4.000 Euro verlangen, dann sollten Sie in Ihrer Bescheidenheit nicht 1.000 Euro verlangen. Es gilt, der Preis ist auch ein Qualitätsmerkmal. Was weniger kostet, ist weniger wert. In den Augen der Veranstalter. Ob der Lichtbildervortrag vor einer kleinen oder größeren Gruppe gehalten wird, das Honorar, das Sie verlangen können, ist gleich hoch. So mache es ich zum Beispiel. Was kosten denn die Sprecher? Eine Referentenagentur schreibt, was kostet ein Keynote-Speaker? Und Sie sehen in der vorletzten Zeile 3.000 bis 6.000 Euro. Je öfter Sie auf der Bühne waren, desto teurer werden Sie, ganz automatisch. Viele bieten Motivationsvorträge an. Doch wer kann mit Guerilla PR-Kundenfinden anbieten? Sie und ich. Anstelle des tausendsten Motivationsvortrags haben Sie eine exklusive und humorvolle Besonderheit, die alle interessiert. Und ganz nebenbei werden alle Zuhörer auch noch durch die vielen Beispiele inspiriert. Hier sehen Sie einen Artikel vom Scope Industriemagazin. Das ist ganz wichtig, was ein Industriemagazin erzählt. Hello, Mr. Bean, weil ich eben diese lustigen, humorvollen Folien zeige. Wohlgemerkt, der Vortrag enthält keine Witze. Die PR-Stories sind schon witzig genug. Die Zuhörer lachen und applaudieren. Egal, wer diese 100 Folien vorführt. Banken und Sparkassen veranstalten regelmäßig Unternehmerabende. Schreiben Sie alle Banken an und bieten Sie sich an. Bei ganz wenig Selbstvertrauen machen Sie die ersten 5 Vorträge gratis. Dann spricht es sich herum und Sie halten richtig gut bezahlte Jobs für 1-Stunden-Vortrag. So habe ich es anfangs gemacht. Suchen Sie in Google nach Eventagenturen. Tausende. Diese Agenturen planen Veranstaltungen. Ein Anruf einer Agentur kam am Freitag, weil ein Referent für Samstag ausfiel. In diesem Fall stieg mein Preis natürlich. Ihre Spezialfolien haben ein Recht, sehr gut bezahlt zu werden. Fahren Sie erste Klasse und buchen Sie das beste Hotel. Die Spesen werden extra von Ihnen berechnet. Je nachdem, wie weit Sie Ihren Kreis ziehen, ob von Garmisch bis Hamburg oder nur im Umkreis von 100 Kilometer, das können ja Sie entscheiden. Hier habe ich mal bei Google nach Eventveranstalter gesucht. Sie sehen, das Wort kommt sehr
häufig vor, kontaktieren Sie Eventveranstalter, bieten Sie etwas Einmaliges an. Und nun werden Sie sich fragen, wie lange dauert es, bis Sie alle Anekdoten in den 100 Folien kennen. Sie merken es sich in 2 bis 6 Stunden, weil jede Story einmalig ist. Sie brauchen sie nicht Wort für Wort wiedergeben. Die Zuschauer schauen sowieso nur auf die Leinwand. Und nun folgt wieder eine Referenz. Ich mache wieder 20 Sekunden Ruhe, damit Sie es selber lesen können. Zur Ausbildung. An einem Tag mache ich Sie fit. Bringen Sie Ihre Gattin gerne mit oder wir machen die Schulung per Skype. Sie erhalten zuvor alle Folien, PDF oder PowerPoint, um diese sich ansehen zu können. Die Folien enthalten wenig Text, dafür aber Bilder, denn Bilder fesseln. Die Bilder sind die Zeitungsausschnitte. Was in der Zeitung stand, ist bewiesen. Wenn Sie nach Berlin kommen, dann findet Ihre Einweisung hier statt, Kurfürstendamm 11 im 26. Stock. Das Gebäude ist nagelneu und hat einen herrlichen Ausblick fast bis nach Bayern. Wieder eine Referenz, ich mache wieder Pause. Ob sie nun Müller oder Schuster heißen, ist nicht entscheidend. Die vielen lebendigen Beispiele sind es, die ihren Lichtbildervortrag ausmachen und ihnen Einkommen bescheren. Sie sehen hier kleine Screenshots dieser Präsentation. Wenn Sie die Folien der Reihe nach durchgehen, ist es ein spannender, humorvoller, lustiger, einstündiger Vortrag, wo alle nur noch applaudieren können. Ein Vortrag ist kein Tagesworkshop. Das, was ein Trainer an 3 Tagen verdient, das erhalten Sie für einen einzigen Vortrag. Ein großer Unterschied zwischen Trainer, Coach und Vortragsredner. Mein bzw. Ihr Vortrag dauert 60 Minuten und beinhaltet keine anschließende Frage- und Antwortzeit. Das ist das Wichtigste dabei. Ihr Vortrag ist beendet und damit ist Ihre Arbeit auch beendet. Folgegeschäft. Man wird an Sie nach dem Vortrag herantreten und Sie fragen, können Sie uns auch mit Guerilla PR helfen? Geben Sie diese Anfragen einfach an mich weiter. Sie erhalten 20% Provision aus der PR-Beratung, die je nach Umfang 5.000 bis 20.000 Euro kostet. Die Krönung Ihrer Laufbahn. Firmen hören Ihnen zu, die Teilnehmer lachen, Sie erhalten Applaus. Sie kommen in Deutschland herum und verdienen in einer Stunde, wovor Sie zuvor einen Monat gearbeitet haben. Ich danke für Ihre Zeit und jetzt dürfen Sie mich kontaktieren.